Hallo und willkommen zu meinem ersten Let's Play, was ich mache. In diesem Let's Play handelt es sich um Fallout 3. Ein gutes Game. Die gleiche Firma hat auch Oblivion hergestellt, was die sich sehr, sehr auf solche Art Spiele spezialisiert haben. Ich weiß nicht, wie man sie den Spielstil nennt. Egal. Es gibt bereits ein Let's Play meines Wissens auf YouTube. Aber das wird jetzt auch nicht direkt ein Let's Play zur Story sein, sondern dieses Let's Play wird, ich werde einfach spielen und ihr könnt mir dabei zusehen. Ich werde nichts groß weiter mit der Story machen. Ich werde währenddessen andere Let's Plays machen. Dieses Let's Play wird sich wahrscheinlich sehr, sehr weit in die Länge ziehen. Und ja. Eventuell werde ich mich im Laufe der Zeit dann doch für das Hauptquest entscheiden. Mal schauen. Aber falls ich werde jetzt erstmal am Anfang auf keinen Fall die Hauptquest machen. Ich werde einfach schauen, dass ich das Spiel spielen kann. Ganz einfach. Naja, dann wollen wir mal. Ich entschuldige mich für die langen La Ladezeiten. Mein PC ist jetzt nicht ganz so gut. Naja, dann bin ich mal leise, dann könnt ihr euch das ansehen. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Okay, anscheinend. Ich werde es überspringen, weil da kommt anscheinend nichts Nennenswertes, Wichtiges. Oh, ich wurde geboren. Oh, ich denke mal, wir können Junge machen. So, Spielername. Das ist ein schöner Name. Meinst du nicht? Ja, wenn du meinst. Oh, danke. Jo, also so will ich schon mal nicht aussehen. Weiblich, nein. Ethnie, weiß, Latino, asiatisch, afroamerikanisch, normal weiß. Gesicht,
Das von der Statur her gefällt mir das Gesicht gut, aber die Frisur gefällt mir nicht, also. Nope. Nein, ich will von ganz oben. Sauberer Schnitt, dunkle Schlange. Nein, 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 nein. Naja, ist auch nicht weiter schlimm. Gute Frisuren sind die aber nicht wirklich dabei. Nehme ich die mal. Nein, nein. Der gefällt mir. Oh, aber wir schalten trotzdem noch die anderen durch. Ich bin jetzt zu faul. Ich werde jetzt einfach mal den hier nehmen. Obwohl, ich weiß nicht. Den hier. So. Jo, gefällt mir. Ja, wenn du meinst. Ist eine große Welt voller verschiedener Menschen. Wie steht's mit dir? Was für ein Mensch wirst du werden? James? Einfach. James! Herzlich! Sie hat einen Herzstillstand. Herzmassage beginnen. Das Baby muss hier raus. Schnell! Schnell! 1001. 1002. Los doch! Einen Moment, Catherine. Einen Moment. Mach du und ich. Okay. Ui, wo bin ich denn? Komm schon. Komm zu. Junge, was willst du? Ich mach genau das, was ich will. Verstanden? Noch etwas weiter. Was denn hier? Ich bin das Alpha und das Omega. Der Anfang und das Ende. Ich will giffigen. Ich hab ein scheiß Englisch. Und ihre Baba. Etwas weiter. Sehr gut. Meine Güte. Gerade mal ein Jahr alt und geht schon wie ein Profi. Deine Mutter wäre stolz auf dich. Na. Hör mal zu, ich weiß, dass du es nicht magst, wenn dich Papa allein lässt. Aber du musst dich einen Moment mit dir selbst beschäftigen. Du bleibst hier, während Papa schnell in sein Büro geht. Ist schon okay, Kumpel. Ich bin gleich zurück. Ah, fick dich, alter Mann. Warte mal, was ist denn das hier? Also Glück kann man ja immer brauchen, ne? Aber nicht allzu viel. Stärke, Charisma und ein bisschen Intelligenz. Ja. Du bist ein richtiger kleiner Forscher, was? Geschieht mir recht. Miu. Dich einzusperren. Komm hierher. Ich möchte dir etwas zeigen. Moment mal. Entschuldigung, ich bin kein. Ich bin normalerweise kein Cheater, aber. Ja, gut, okay, wir sind unsichtbar. Keine Sorge, ich bin normalerweise wirklich kein Cheater, aber ich wollte das jetzt einfach mal testen. Ich kenne ein paar, weil. Oblivion, also die gleichen Spiele von dieser Firma, ist es immer das gleiche Cheat-System, deswegen kenne ich es von früher. Sie hat das immer geliebt. Na gut, komm schon. Mal sehen, ob deine kleine Freundin Amata mit dir spielen möchte. Oh, ich mag die Amata nicht. Die verbannt uns später aus der Vault, weil wir irgendwie ein paar Leute umlegen. Diese
zu schnell eingeschaltet und das arme Kind geblendet. Alles Gute zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Junge. Ich kann kaum glauben, dass du schon 10 bist. Ich bin so stolz auf dich. Nur herzlichen Glückwunsch, junger Mann. Ich muss dir nicht sagen, dass dies ein besonderer Tag ist. Wenn du hier unten in Vault 10 wirst, ist es an der Zeit, die ersten offiziellen Vault-Aufgaben zu übernehmen. Bitte sehr, als Aufseher überreiche ich dir hiermit deinen persönlichen Pip-Boy 3000. Mach dich damit vertraut. Morgen erhältst du deine erste Arbeitsanweisung. Viel Spaß bei deiner Party. Du wirst nur einmal 10. Genieß es. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Da hast uns aber eine Überraschung gelungen, was? Und dein Papa dachte, du wärst uns auf der Spur. Aber ich habe ihm gesagt, er soll aufhören, sich Sorgen zu machen. Du bist leicht zu täuschen. Hey, halt Maul. Aber. Bitte sehr. Aber dein Papa hat das meiste gemacht. Ich habe nur bei der Dekoration und so geholfen. Hey, wetten, dass du nicht erraten kannst, was ich dir zum Geburtstag schenke? Mach schon, rate. Ha, ich wusste, dass ich dich überraschen würde. Wer ist dein Lieblingsbarbar? Genau, Grognack. Ausgabe 14 und ohne fehlende Seiten. Ich habe ihn in einer Schachtel mit alten Sachen meines Vaters gefunden. Ob du es glaubst oder nicht. Er und Comicbände. Jeder war wohl mal 10. Naja, du solltest dich jetzt wieder unter deine Gäste mischen. Wir reden später, okay? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Danke. Oh Mann, du hast einen Pip-Boy. Ich wäre auch gerne 10. Ja, aber du bist nicht 10. Ja, sehr schön. Ja, ich untersuche den jetzt nicht genauer, weil... Wie gefällt dir der Pip-Boy da, Junge? Passt der und alles? Ja, hab ich. Schön, dass es dir gefällt. Einige halten die A-Serie für zu einfach, aber mir gefällt sie wegen ihrer Zuverlässigkeit. Danke, Stanley. Ach ja, fast hätte ich's vergessen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Es ist nicht viel, aber ich hoffe, dir gefällt's. Hat's Spaß. Ui. Ah, jetzt haben wir endlich die richtige Perspektive. Egal. Jetzt erstmal schöne Baseballmütze. Na, ich glaube, ich nehme doch lieber ein Partyhut. Moment mal. Ja, super. Na, ja, ich hab vergessen auf YouTube zu schauen, aber ich schätze mal, das war jetzt schon die Zeit. Wir sehen uns dann beim zweiten Schnitt. Ja, dann, bis dann.